zur Stadt gehen. Mal gucken, wie viel Gewinn dieser Laden jetzt macht. Das kann natürlich jetzt sein, weil der jetzt einen Tag Urlaub hatte. Ja, nee, 4000, das ist gut. Wie stehst du noch da? Noch 2100, das ist gut. Ich bin ehrlich, ich möchte Aatrox gerade nicht umbauen. Die Läden funktionieren alle gut von Aatrox. Außer der. Andererseits hätten wir dann das dritte Konzept auch fertig, ne? Ah, das ist Aatrox an der Alba, am Alba-Markt. Oh, doch mal gucken. Dass wir das Konzept auch eben anpassen. Oh, hier haben wir auch noch gar nicht am Altermarkt, nicht Albermarkt. Geld einzahlen. Ja, 15.000 sollten eigentlich auch reichen. Das ist ja nicht, dass hier jetzt irgendwie noch irgendwas hinzukommt. Also es ist ja. Habe ich das jetzt von dem Laden abgebucht oder habe ich das jetzt in den Laden reingesteckt? Das ist nicht unwichtig. Können wir den Laden nämlich auch eben einmal ausbauen. Und dann haben wir alle drei Konzepte fertig gearbeitet. Ich bin ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass ich das heute alles mache mit euch. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen heute gar nicht King of Retail, weil ich habe fast gedacht, ich krieg das nicht fertig. Also nicht, dass es. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert bekomme. Ich bin richtig. Ich kann gar nicht sagen, ich freue mich einfach so sehr. Ja, dann können wir das. Bisschen entzerren, dann wird das so eine PC-Wand werden wahrscheinlich, dann da die ganzen PCs nur mit den Festplatten auch. Dann können wir hier diese blauen Würfel auch mal vernünftig hinstellen. Und die Tische so ein bisschen weiter auseinander. Auch hier werde ich das Grundprinzip sehr gleich lassen. Hier muss ich auch, glaube ich, gar nichts von Wänden nehmen oder so. Hier wird das Grundkonstrukt auch gleich bleiben. Also exakt gleich, ne? Also hier vorne werden auch die Monitore auf den Tischen platziert bleiben. Ich glaube, dieser Laden hier wird die geringste Veränderung im grundlegenden Aufbau haben. Was die Neukonzeptionierung angeht. Weil die Monitorwand bleibt einfach exakt gleich. Ja, wir können vielleicht so ein paar von den Tischen danach darüber stellen, aber ich würde das wahrscheinlich, glaube ich, einfach eher so auseinanderziehen ein bisschen, dann ist das schon okay. Aber wenn ich nämlich hier ein paar Tische da wegpacke und noch diese Würfel, so ein paar von den blauen, noch darüber ziehe, dann haben wir das Ganze ein bisschen schneller. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Angst, dass die ganzen PCs gleich in Kartons sind, die hier an der Wand stehen. Ich weiß nur nicht, wie ich das lösen soll, das Problem. Sie dreht sich einfach nach vorne. Was mache ich mit denen? Weil die kann ich nicht nach vorne ziehen. Hoffen und beten, ne? Und sonst sind es nur die PCs, die in Kartons kommen. Das ist also jetzt auch nicht so das Problem, wenn ich weiß, dass das alle PCs sind, dann kann ich die ja dann alle neu platzieren. Das sollte nicht das Problem sein eigentlich.
Wir müssen auf jeden Fall die Handyabteilung ein bisschen spalten. Wir können vielleicht die Handys alle nach dahin verfrachten. Die Tablets nach hier hinziehen eher. Dann haben wir den Kassenbereich nämlich direkt hier. Dann kommen die Handys auf die andere Seite vom Laden einfach. Und die Tische alle ein bisschen weiter vor die Kassen noch. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Und wenn wir so diesem ganzen Problem, die wir bislang haben, entgegenwirken können, ist es mir das auch auf jeden Fall wert. Also, das machen wir auf jeden Fall. Und dann bin ich ehrlich, hoffe ich ganz, ganz doll, dass wir es hinbekommen, die neuen Läden passend zu eröffnen, sodass da niemand groß vorlaufen muss und alles schön, alles glatt über die Bühne läuft und wir dann, die nächsten Läden passend auch eröffnen können, ganz einfach. Ohne dass wir in Teufels Küche kommen. Und wir dann. Der wird auch wieder wegkommen, ne? Ja, man kennt das ja von dem Umbau eben. Und wir dann ganz entspannt und ganz lässig sozusagen die nächsten drei Läden noch eröffnen können. Und dann geht's ja auch schon ins neue Hauptquartier. Und dann kommt das vierte Konzept, in dem wir dann gleich fünf Läden aufmachen. Und dann wollen wir die Mischkonzepte noch gründen. Und dann hat dieses Spiel auch hoffentlich dann am Ende den Abschluss, den es auch verdient. Und nicht so, ja, die Leute laufen da halt vor. Das funktioniert nicht mehr. Wenn wir diesen Laden umgebaut haben, würde ich allerdings gerne mit euch das Spiel wechseln, glaube ich. Dann machen wir heute nämlich erstmal nur die Neukonzeption der Läden, die noch da sind, sodass wir planmäßig im nächsten Stream die anderen Läden anpassen. Also den neuen Konzepten anpassen. Dazu muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau machen möchte. Vielleicht screenshot ich da nochmal was oder guck mir das dann an. Weil wir müssen dann ja noch drei Läden anpassen jeweils. Sodass wir dann im nächsten Stream den vierten Artrox-Laden gründen können, direkt nach dem Konzept. Nach dem, was wir jetzt heute erarbeiten. Also in dem über, also ich möchte sozusagen jetzt innerhalb von den nächsten Streams relativ gut das angepasst bekommen. Ich schätze, wir werden dafür vielleicht noch drei oder vier Streams dann auch brauchen, um das alles anzupassen. Aber ich sag mal, das geht ja eigentlich. Ich glaube, wenn der Plan erstmal steht, wie wir das anpassen und ich eine Methode gefunden habe, wie ich das alles schnell umsetzen kann, wird das relativ schnell gehen. Also jetzt muss ich ja erstmal das neue Konzept entwickeln, überlegen, wo möchte ich was hinhaben. Jetzt habe ich ja die Pläne schon. Wir werden das genau machen wie in denen jetzt. Wir werden einen Tag spielen, dann werden wir den Laden einen Tag schließen. Alles umbauen. Und das machen wir jetzt immer, wenn wir in den nächsten Laden reingehen. Und wir sind auch immer nur diese 2 Tage in dem Laden, dann gehen wir zu dem nächsten. Sodass wir relativ zügig jetzt alle Läden auf das neueste Konzept umrüsten. Was offensichtlich deutlich, deutlich besser funktioniert.
Und dann können wir, ich glaube, das dauert noch so 32, vielleicht dauert es noch zwei Streams und dann haben wir die alle umgerüstet. Ich glaube nicht, dass es mehr wird es, glaube ich, nicht sein. Tatsache, dann haben wir halt noch so zwei Streams, wo wir nur umrüsten, wo wir nicht viele Tage erleben. Aber dafür können wir dann sagen, okay, krank, krank, das ist egal, der nächste Tag ist sowieso dicht. So, zack. Bleibt morgen geschlossen wegen Umbauarbeiten. Haben wir noch Werbung? Ja, für 2 Tage leider. Naja, okay. Die ist natürlich jetzt verschwendet. Ach so, warte mal, nee, das muss ich jetzt wieder andersrum planen. Ne? Ich muss erst so machen, damit ich das alles erwische. Ne? So. Türe machen wir hier rein. Dann muss die Fassade noch angepasst werden. Die muss nämlich noch einen nach rechts. Das kaufen wir alles. Und die sind nicht in den Karton gegangen. Das ist sehr gut. Jetzt gehen wir zurück. Ja, und gehen in den Laden, ne? Hier muss ich aber einmal, bitte möchte ich einmal gucken, ob wir hier. Ne, ich wollte gerade sagen, hier haben wir nämlich noch nicht alle. Achso, ja, weil morgen zu ist, ne? Müssen wir morgen gucken, ob wir wen einstellen. Ich möchte jetzt erstmal nicht so viel Zeit, Tatsache, damit verbringen, Mitarbeiter einzustellen und so. Wenn ich hier gerade dabei bin, mein gesamtes Unternehmen neu zu definieren, ne? Das wäre sehr blöd. Immer noch 2000. Das läuft ja wie geschmiert. Das ist sehr gut. Die restlichen Läden laufen auch super. Da werden wir uns dann immer denjenigen raussuchen, der gerade am schlechtesten läuft und dann dort umbauen. Also im nächsten Fall wäre das dann der Elegantia Store. Das passt aber auch ganz gut. Dann haben wir nämlich alles einmal umgebaut sozusagen. Jetzt gehen wir allerdings einmal nach Artrox rein hier zum alten Markt. Denn der ist ja jetzt schließlich geschlossen am heutigen Tag. Da auch dieser an ein neues Konzept angepasst werden muss. Angepasst werden soll. Hi, sind die hier reingeglitscht? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist hier was durch die Wand geglitscht. Würde ich natürlich ungern neu kaufen müssen. Danke, dass du die Artikel geliefert hast. Aber ich glaube, dass das jetzt auch relativ zügig geht. Also hier. Der Umbau sollte relativ zügig gehen. Ich kann schon mal auspacken eigentlich, ne? Mache ich ja sowieso früher oder später. Ja, wie cool ist das denn, ey? Ja. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das hinbekommen, dass die alle möglichst gleich sind. Die Läden.
gebe zu, so ganz weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Aber irgendwie wird das schon klappen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade jetzt, wo die nicht mehr so eng getaktet sind, die Läden, und das dann so ein bisschen auseinandergezogen ist, ist das schon, denke ich, sehr sinnvoll. Ich finde es auch gut, dass wir keine Ware irgendwie jetzt dann, dass wir keine Auslagen verkaufen mussten, sondern dass wir die alle benutzen konnten. Kann sein, dass das später nochmal kommt, dass wir vielleicht doch eine Auslage irgendwie löschen müssen, damit wir die anderen nochmal ein bisschen umverteilen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine, das hat jetzt so gut geklappt alles. Wir haben jetzt ein paar interessante Läden. Auf jeden Fall eröffnet. Und wir werden die Konzepte, denke ich, auch richtig gut auf die anderen übertragen können. Ohne Probleme. Auch ich freue mich, dass ich King of Fighters wieder spielen kann. Ich freue mich auch, diese Bewegung wieder zu sehen. Die ja auch auf eine gewisse Art und Weise ziemlich einzigartig ist. Aber, ach ja, das ist schön. Leider kann ich nicht sagen, wann das. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden heiß auf dieses Spiel hier gemacht, denn ich kann leider nicht versprechen. Ich wollte heute nur diesen Stream machen, weil ich jetzt nicht so gehypt war, dass ich das geschafft habe zu fixen. Ich kann euch nicht sagen, wann der nächste kommt. Ne? Wir haben noch drei andere Projekte erst und dann. Es kann sein, dass King of Vita jetzt erstmal unregelmäßig kommt. Was halt einfach den Grund hat, dass ich halt, wie gesagt, nicht so genau weiß, wie ich jetzt. Einen Moment. Diese Lampe hier. Zack. Kaufen. Einmal in Schwarz, bitte. Immer nur bei den dicken Balken. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Überall da, wo so ein dicker Balken ist, kommt eine Lampe hin. Und der Rest bleibt einfach dunkel. Ja, der Mitarbeiterraum ist natürlich auch wunderschön. Hallo, ich möchte hier die Farbe haben, bitte. Für den kaufe ich natürlich auch noch einen PC. Und ich meine, hier kann ich sogar gleich alle vier reinstellen, weil ich meine, hier habe ich schon alle vier Schichten besetzt. So. Ja, das passt so. Das hat so zu passen. So. Jetzt machen wir natürlich erstmal hier das, was mitten im Raum steht, an die Wand wieder, da wo es hingehört, ne? Und da brauchen wir ja auch nicht so viel Platz zum Glück. Und wie gesagt, wir machen, da wir ziemlich viel Umsatz machen jetzt an diesen Tagen, wo wir hier diese ganzen Umbauten machen, da wir ungefähr 8.000 in die Läden reinstecken oder, naja, sagen wir gerundet 10.000 mit den Tischen und der Farbe und was weiß ich was und Preisschwankungen und so, sind wir vielleicht bei
10.000, die wir in die Läden reinstecken, aber wir machen ja mehr Gewinn als 10.000 pro Tag. Das heißt, unser Unternehmen macht ganz gut Plus, was wiederum das Gründen neuer Läden sehr einfach macht. Und das wird dann auch später. Gute Nacht, Wadli, schlaf gut. Danke, dass du halt so lange da warst. Ich freue mich immer sehr. Dass du so viel Zeit hier verbringst. Obwohl, hier könnten wir jetzt Tatsache vielleicht sogar sagen, okay, wir kaufen noch Regale. Wenn. Ich nicht gesagt hätte, dass wir das auf keinen Fall machen werden. Also wir machen das auf keinen Fall. Es wird nicht mehr werden. Auch wenn es jetzt verlockend ist, ja. Ich glaube, ich weiß das. Ich glaube, ich werde das ein bisschen anders machen hier noch. Wie gesagt, ein bisschen Umkonzeptionierung ist halt sowieso nicht auszuschließen. Die Läden werden halt nicht hundertprozentig gleich aussehen. Das wird nicht passieren. Ah. Wegen Umbau geschlossen steht draußen bestimmt jetzt auch ganz groß schon, ne? In meinem Schaufenster. Die Kunden denken sich, warum baut der schon wieder um, der Junge? Weil Atrox hatte ich ja gerade erst umgebaut. Das ist ja noch nicht lange so, wie es ist. Oh Mann. Damit ihr schöner einkaufen könnt. Baue ich um, liebe Leute. Das mache ich alles, damit ihr schöner einkaufen könnt. Also ich gebe zu, so ganz den. Man kann Sachen auch so querstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen spät zu wissen, ne? Aber. Ich sag mal, das ist auch okay. So, und jetzt machen wir hier nämlich so eine Reihe von denen hier vor. So, vor dem zweiten fangen wir an. Machen so einen Dreierabstand. Und zwischen denen lassen wir so. Ja, einer Abstand, reicht das? Ja, ich denke, das reicht. Ja, in einer Abstand reicht er locker. Jetzt machen wir es hier auch gleich voll. Alles, was ich hier platziere, können wir auch direkt voll machen, sodass es hier auch schön aussieht, wenn meine Mitarbeiter wiederkommen. Wie gesagt, ich bin sehr fleißig heute mal. Ich bin auch echt wieder hyped auf das Spiel jetzt, ne? Es fühlt sich aber auch einfach so gut an, ne?
das Ganze endlich hier vernünftig zu machen. Na 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 na. Du 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 du. Und ich find's cool, also ich finde wirklich, das muss ich dem Spiel wirklich echt richtig gut machen. Wie gut man die Läden individualisieren kann, das ist wow. Also einfach mal den Arbeitsbereich von denen nach hinten schieben. Jo, kein Problem, machen wir. Mal eben da das machen. Jo, machen wir. Mal eben die Tür abreißen. Machen wir.